Herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Es gibt Schlimmeres, als mit dir zu sprechen. Du schon wieder? Wie bist du an all meine Türen vorbeigekommen? Diese Schurken verstecken könnte besser sein. Hast du mal an ein Sicherheitssystem nachgedacht? Vielleicht ein paar Kameras unter Alarmanlagen? Es war hart, aber ich habe es geschafft. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber all deine harte Arbeit war umsonst. Ich habe den Zauber bereits ausgesprochen. Nicht einmal ich kann ihn jetzt noch aufhalten. Wir können das aufhalten. Gemeinsam. Zusammen? Ja, klar. Du weißt schon, dass wenn du mich hier nicht im Stich gelassen hättest, wäre das alles nicht passiert. Ich wollte nie, dass du zurückgelassen wirst. Ich wusste es nicht. Ich war in meinem eigenen Leben gefangen. Mehr Lügen. Noch mehr Lügen, um mich zu verwirren. Ich will nur sicherstellen, dass niemand jemals das durchmachen muss, was ich durchgemacht habe. Ich werde nicht zulassen, dass du das ruinierst. Bitte, ich will mich nicht streiten. Du willst nicht kämpfen, weil du weißt, dass ich gewinnen werde. Du hast es so gewollt. Los geht's. Ich habe mich. Okay. Ist das der Baum mit dem Sandkasten oder so? Oh, du bist es. Wo sind wir? Ist das eine Art Trick? Nein, ich habe das nicht getan. Als unsere Magie aufeinander traf, hat sie uns hierher gebracht. Vielleicht ist es... eine Erinnerung? Ich glaube, du hast recht. Ich denke, es ist ein Ort, den wir gemeinsam teilen. Ein Ort, an dem unsere ältesten Erinnerungen gehen. Dann muss das heißen, dieser Sandkasten. Du erinnerst dich auch daran, nicht wahr? Aber irgendetwas stimmt da nicht. Irgendetwas fehlt. Ich kann ihn reparieren. Ich weiß, dass ich es kann. Du kannst gut zuhören. Konzentriere deine Magie auf den Sandkasten. Da ist es! Da ist es! Ich hab's geschafft! Ich hab's gemacht! Ich hab ihn repariert! Hast du das gesehen? Genau als wir unsere Magie bündelten. Der Sandkasten sieht genauso aus, wie ich ihn in Erinnerung habe. Langsam fällt mir auch alles wieder ein. Erinnerst du dich daran, wie es war, nur ein kleines Kind zu sein? Ich würde ja gerne das so haben, dass ich da ein schönes Coverbild von machen kann. Die einzige Grenze war unsere Vorstellungskraft. Ja, wir haben früher stundenlang gespielt, haben uns Geschichten ausgedacht, wir erlebten Abenteuer. Ich vermisse das. Vielleicht kann es das. Ich wünschte, ich könnte glauben, dass... Wie auch immer, nur folge mir.
Ich glaube, hier drin sind noch mehr Sachen versteckt. Trifft das Vergessen beim nächsten Licht. Ah. Ich brauche immer noch eine Sprinttaste. Das war unser Kinderbett, nicht wahr? Aber irgendetwas daran stimmt nicht. Irgendetwas fehlt. Meinst du, wir können das Problem auf die gleiche Art lösen wie beim Sandkasten? Du kannst gut zuhören. Ja, wir können es versuchen. Hallo? Einmal Fokusmagie bitte. Ah, die Sachen, okay. Hallo? Darf ich auch mit dir sprechen? Hallo? Na, komm, war doch gerade reden. So. Das geht nicht nur um Smalltalk, oder? Darin bin ich nicht gut. Ja, natürlich. Das fühlt sich richtig an. So habe ich es in Erinnerung. Jetzt erinnere ich mich an diese Decke. Oder zumindest an eine Decke, die ja ähnlich ist. Ich weiß noch, wie ich mich darin eingekuschelt habe. Ich habe mich so sicher gefühlt. Ja, das stimmt. Es war, als ob wir unter dieser Decke sicher wären. Aber auch wenn alles im Universum im Argen lag. Aber das war nur Kinderkram. Das Leben kann nicht mehr so einfach sein. Vielleicht nicht immer. Aber nur, weil du erwachsen bist, heißt das nicht, dass du dich immer erwachsen verhalten musst. Ich mach das auch nie. Ich glaube nicht. Komm mit. Folge mir. Hier gibt es noch mehr zu entdecken. Ein Schreibtisch. Wo ist der PC? Erstmal mit dir reden, oder? Ja. Es gibt Schlimmeres, als mit dir zu sprechen. Dieser Schreibtisch, er erinnert mich an nichts. Ich glaube, ich erinnere mich. Hier habe ich früher meine Hausaufgaben gemacht. Hausaufgaben waren nie meine Lieblingsbeschäftigung. Ach, ich auch. Ich weiß noch, wie ich mir wünschte, ich könnte stattdessen spielen gehen. Es war, als ob wir auseinandergerissen wurden. Ich wollte spielen, aber du wolltest arbeiten. Es muss aber noch etwas anderes hier sein. Etwas aus der Zeit vor alledem. Du kannst gut zuhören. Okay, also die Sachen haben wir auf jeden Fall nicht geholt. Ach, das war das mit dem Bild. Ah, verstehe. Es geht nicht um Smalltalk, oder? Darin bin ich nicht gut. Ja, natürlich. Bevor dieser Schreibtisch ein furchteinflößender Ort zum Hausaufgaben machen wurde, war er ein Ort, der Spaß machte. Ein Ort der Kreativität. Ich erinnere mich, früher saßen wir hier stundenlang und haben Geschichten geschrieben, hätte ich jetzt geantwortet, aber haben gemalt. Ja, natürlich. Ich frage mich, wo all diese alten Zeichnungen geblieben sind. Wahrscheinlich irgendwo in einer Kiste. Ich hoffe, sie wurden nicht weggeworfen. Jetzt nutze ich meine Kreativität nur noch, um das dunkle Schloss zu bauen. Es ist nicht das Gleiche. Nichts hält uns davon ab, wieder zusammenzuarbeiten, so wie wir es früher getan haben. Ich weiß nicht. Schauen wir uns einfach weiter um. Ist das der nächste Ort, wo wir hin müssen? Sonst ist hier... Nee, Moment, da müssen wir hin. Ah, das war wahrscheinlich, wo wir reingekommen sind oder nachher raus müssen. Ein Bücherregal. Bücher sind immer gut. Gut und wichtig. Es ist ein Bücherregal. Sieht ein bisschen staubig aus.
Ich glaube, wir haben schon lange nichts mehr angefasst. Wir waren einfach zu beschäftigt. Als das passierte, war es, als ob ein Teil von mir weggetrieben wurde. Aber wenn wir den Staub vom Regal fegen, könnte es vielleicht wieder so sein wie früher? Du kannst gut zuhören. Uhuhu, jetzt weiß ich, wo die ganzen Aliens hingekommen sind. Ich erinnere mich jetzt. In diesem Bücherregal standen immer unsere Lieblingsgeschichten. Wir haben sie stundenlang zusammen gelesen. Die Geschichten ließen uns sein, was wir wollten. Selbst als wir nur ein kleines Kind in einer großen Welt waren, durch die Geschichten konnten wir uns mächtig fühlen. Sie ließen uns sein, wer immer wir wollten. Ich wünschte, es könnte wieder so sein. Das kann es. Vertrau mir. Erwachsen werden muss nicht bedeuten, dass wir die Dinge, die uns wichtig sind, hinter uns lassen. Du kannst an dem festhalten, was du liebst. Aber woran würdest du festhalten? Also ich persönlich, jetzt mal unabhängig von Disney, muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer daran festgehalten zu schreiben, weil sonst wäre ich nie Autorin geworden. Und ich habe immer, ja, daran festgehalten, in Anführungszeichen, dass ich irgendwo bei, weiß ich nicht, 20 Jahren oder sowas stehen geblieben bin. Also jetzt nicht zu kindlich, aber ich habe nie meine Lebensfreude verloren. Ich habe nie, ja, dieses in Anführungszeichen etwas Kindliche habe ich nie abgelegt. Und da bin ich ehrlich gesagt auch sehr froh drüber. Und ja, ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, weil klar, das Leben hat auch seine Schattenseiten, aber das Leben ist schön. Freude und, ja, Freude und Begeisterung. Ich habe gerade Freude und Bewegung gelesen. Woran würdest du festhalten? Ja, Freude auch. Aber ich sag mal Kreativität und Spaß. Wenn du ein Kind bist, hast du noch nicht verstanden, wie die Welt funktioniert. Es gibt also keine Grenzen für das, was du tun kannst. Aber, liebe Kinder da draußen, ihr könnt nicht fliegen. Ich möchte dieses Gefühl nie verlieren, egal wie alt ich werde. Ich auch nicht. Ich schätze, es gibt immer noch eine stärkere Verbindung zwischen uns, als ich dachte. Das und ich kriege plötzlich nicht mehr aus dem Kopf, was Merlin mir mal gesagt hat. Liebe, Freundlichkeit, Fürsorge. Das brauchst du doch auch, oder? Jetzt hast du es kapiert. Die Geschichten, die wir als Kind geliebt haben, sie enthalten all diese Dinge. Natürlich. Solange wir uns also an diese Geschichten erinnern, an die Dinge, die wir als Kind geliebt haben, werden sie nie vergessen? Ganz genau. Komm mit mir. All diese Dinge warten im Dreamlight Valley auf uns. Nach allem, was ich getan habe, ist es noch nicht zu spät? Es ist nie zu spät. Der Zauber, den ich begonnen habe, ich weiß nicht, ob ich ihn alleine aufhalten kann. Dann werden wir ihn gemeinsam stoppen. Komm mit. Krimskrams. Oh.
Ja, wie schön schüchtern sie da jetzt gerade gesessen hat. Das Spiel ist aus. Nein. Oh, oder auch doch. Ja, damit gibt es dann einen Abspann zu einem Spiel, was eigentlich endlos läuft. Auch nicht schlecht gemacht. Ich werde da mal nicht allzu viel zu sagen. Ich gucke mal, ob ich das hier irgendwie überspringen kann. Aber wir haben damit, so wie es aussieht, die Hauptstory abgeschlossen. Wir werden natürlich auch weiterhin noch sämtliche Nebenquests weitermachen. Und ich werde jetzt mal eben schauen, ob wir noch mal mit ihr sprechen können, weil sie hatte nämlich noch so eine Sprechblase von der Quest über ihren Kopf. Ein Schauer ist gerade über meinen Rücken gelaufen. Jafar? Was hat Jafar mit dem Ganzen zu tun? Und heißt das, dass Aladdin auch kommt? Das wäre natürlich total cool. Ah, wir können doch mal eben mit dem Vergessen reden. Das war unglaublich. Alle haben mich einfach so akzeptiert, wie ich war. Ich dachte, sie würden böse sein. Ich dachte, sie würden mich hassen. Ich denke, Freundlichkeit, Liebe, Fürsorge. Es ist, als würden sie hier immer auf mich warten, nicht wahr? Solange du bereit bist, so viel zu geben, wie du bekommst. Ja, aber das hört sich so... Das hört sich so nach Forderungen an. Immer, ohne Fragen zu stellen. Danke, Gameplayerin. Das ist eine Menge. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, wenn ich eine Weile alleine bin, um das zu verarbeiten. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Mach dir keine Sorgen. Ich glaube nicht, dass ich zu viel Zeit brauche. Aber ich weiß es zu schätzen, dass du mir den Freiraum gibst. Ich kann nicht glauben, wie viel Freundlichkeit mir alle entgegenbringen, selbst nach allem, was ich getan habe. Ich fühle mich schon viel besser. Versprichst du, mich weiterhin im dunklen Schloss zu besuchen, bis ich bereit bin, das Dorf zu erkunden? Du wirst mich nicht mehr los, selbst wenn du es versuchst. Wir haben viel nachzuholen. Das klingt irgendwie toll. Oh, hey, bevor du gehst, habe ich etwas für dich. Die Kugel der Erinnerung. Vielleicht kannst du sie jetzt wieder in die Säule legen. Säulen, ich habe schon total vergessen, worum es hier geht. Bringe die Säule, bring die Kugel zurück zur Säule im vergessenen Land. Im vergessenen Land. Wo war denn eine Säule? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Säule. Moment, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ich glaube da hinten, ne? Ja, genau da. Ah, lauf. Lauf. Oh, diese Feuer, ne? Ich muss die echt mal alle beseitigen. So, die Kugel der Erinnerung. Ja! Sprech mit Merlin. Ich werde ihn suchen. Moment. Er ist ausnahmsweise nicht zu Hause, aber in der Nähe. Merlin, ist es nicht wunderschön? Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit.
Gameplayerin, genau die Person, die ich sehen wollte. Du hast so viel für das Dorf getan, aber es gibt noch mehr zu tun. Na dann mal los. Haha, das ist die richtige Einstellung, die wir brauchen. Zunächst einmal, auch wenn das Vergessen aus DM herauskam, aus dem Abgrund zurückgeholt wurde, werden wir noch eine ganze Weile mit den Nebenwirkungen des Vergessens zu kämpfen haben. Ich habe schon neue Nachtdornen sprießen sehen. Ich schätze, die Pflege des Dorfes ist eine Aufgabe, die nie endet. Hey! Das stimmt. Ich bin froh, dass du das so siehst. Aha. Es gibt immer noch unzählige Dorfbewohner in ihren Reichen, die darauf warten, dass du sie ins Tal zurückbringst. Vielleicht öffnen sich mit der Zeit weitere Türen für dich. Das ist noch nicht alles. Das Dreamlight Valley ist nicht der einzige Ort, den es in dieser Welt zu entdecken gibt. Es gibt viele Inseln da draußen, jede mit ihren eigenen Geheimnissen. Oh. Eines Tages werden wir sie vielleicht alle besuchen. Wer weiß, was wir dann alles aufdecken. Auf jeden Fall gibt es hier im Dorf noch jede Menge Geheimnisse zu entdecken. Ich bin mir sicher, dass du auch weiterhin dafür sorgst, dass das Dorf ein großartiger Ort für uns alle ist, den wir freudig unser Zuhause nennen können. Die Möglichkeiten sind ziemlich grenzenlos, nicht wahr? Hervorragend! Ja! Die Aufgabe ist abgeschlossen. Sehr schön, sehr schön. Und ja, leider haben wir die Aufgabe mit Passleiten ja auch noch. Aber ich fand es wirklich eine wunderbare Geschichte. Ich denke, ich habe es jetzt am Stück aufgenommen, aber ich denke, dass wir das Ganze dann in 3 Folgen hochladen werden. Ich werde es wohl ein bisschen zurechtschneiden müssen, weil ich habe an einer Stelle wirklich sehr, sehr, sehr lange gesucht. Bis ich dann endlich verstanden habe, wie ich diese blöde Tür da aufgekriegt habe. Den ganzen Kram, wo ich dann auch nicht so wirklich geredet habe und so, das habe ich dann hoffentlich rausgeschnitten. Hier ist ja jetzt mein aktuelles Gegenwarts-Ich, was aber eigentlich ja das Zukunfts-Ich von der vorherigen Folge sozusagen ist. Na, ihr wisst schon, wie ich das meine. Also ich hoffe, ich habe alles richtig zusammengeschnitten. Und ja, mir bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich finde es wunderbar, wie die Geschichte in Anführungszeichen geendet hat. Und wir werden natürlich noch jede Menge Abenteuer erleben. Wir haben auch noch eine weitere Tür, um die wir uns kümmern müssen. Ich habe den Namen vergessen, aber die eine von Ralf Reichts war es, glaube ich. Die müssen wir auch noch bei uns willkommen heißen. Bass haben wir leider auch noch. Damit wir dann nochmal weitere von diesen blöden Aliens suchen müssen. Ich glaube, das wird sich noch bis ins Unendliche ziehen. Ich weiß nicht, wie viele von diesen doofen Aliens hier überall verstreut sind. Also, ich liebe dieses Spiel, aber diese Buzz Lightyear-Aufgabe mit den Aliens, bin ich ganz ehrlich, das ist so meine Hassaufgabe. Nicht, dass ihr das irgendwie schon mitbekommen hättet. Okay, ich sag dann einfach mal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.